Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um die Erstellung von 3D-Objekten für KiCad mittels FreeCAD. Ich habe hier mal drei Bauteile exemplarisch aufgerufen in KiCad und wenn ich jetzt mal den 3D-Viewer mir anschaue, den 3D-Betrachter, dann sieht man, bei allen drei Bauteilen gibt es keine 3D-Modelle und man kann aber diese 3D-Modelle mittels FreeCAD erstellen. Wenn ich jetzt mal auf die Eigenschaften hier zum Beispiel von dieser Sicherung gehe mit E, dann sieht man hier in dem Reiter 3D-Modelle das 3D-Modell, so wie es eigentlich sein sollte. Aber es ist keins hinterlegt offenbar. Und es gibt jetzt zwei Dinge, die sehr wichtig sind, was man braucht oder was man, wo man sich halten sollte. Das erste ist, die Namensgebung sollte man so übernehmen, wie sie hier steht, um einfach konform mit den anderen Bauteilen zu sein. Also ich kopiere das mal hier kurz in die Zwischenablage den Namen. Und das Zweite, was man braucht, ist natürlich jetzt das Datenblatt hier, in dem Fall von dieser Sicherung. Man sieht ja hier Little Fuse 395 Serie. Ich habe das hier mal aus dem Datenblatt rausgezogen. Man sieht also diese kleinen rechteckigen Sicherungen hier, kennt man ja sicherlich. Und das möchte ich jetzt erstellen, das Bauteil. Man benötigt natürlich die Maße zum einen. Und man sollte sich vorher überlegen, aus welcher Richtung man das kreiert in FreeCAD. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier FreeCAD schon mal gestartet. Wenn man jetzt in den Part-Design geht und sagt, neues Dokument erstellen und dann in Aufgaben wechselt, dann kommt ja hier der Körper erstellen. Und zunächst wird eine Skizze erstellt. Und die erste Frage und wichtige Frage ist, in welcher Ebene man diese Skizze erstellt. Hier bei der Sicherung ist es relativ einfach, weil letztendlich ist es hier nur so ein rechteckiger Klotz, 8,5 mal 4 und 8 hoch. Man kann es also ganz normal in der XY-Ebene erstellen. Bei dem Poti hier wird es etwas schwieriger, insofern, dass man hier nicht in der XY-Richtung erstellen sollte. Das ist unnötig kompliziert. Man wird dann sicherlich die XZ-Richtung verwenden. Aber erstmal zurück zum FreeCAD. Ich werde also hier für die Sicherung XY Plane auswählen, mache OK und kann mit der Zeichnung beginnen. Ich erstelle also zunächst ein Rechteck hier im Ursprung von mir aus. Das spielt übrigens nicht so eine Rolle. Ich zeige auch gleich nochmal warum. Und bemaße die einmal. Einmal nämlich 8,5 haben wir hier. Und dann haben wir in der Höhe haben wir hier ein bisschen heranzoomen 4. So haben wir erstmal bemaßt und können hier schließen. Und jetzt können wir aufpolstern, nämlich auf 8 mm. Machen OK und jetzt hat man hier schon diesen Klotz. Als nächstes kann man Folgendes machen, wenn man sich das Bild hier mal anschaut, da sind also die hier die Kanten so ein bisschen abgerundet. Das heißt, ich kann jetzt hier auf eine Fläche gehen und sage verrunden. Ich mache aber nicht die Fläche, sonst gibt es da eventuell Probleme, sondern ich gehe direkt auf die Kante, sage hier verrunden. Dann hat er die erste Kante schon da verrundet oder will sie verrunden. Und ich gehe dann auf Add und wähle hier andere Kanten aus, die verrundet werden sollen. Das sind also diese. Und dann, wenn ich das hier noch drehe, es ist noch. Diese, der macht es hier mit 1 mm, ist ein bisschen grob. Machen wir 0,2. Und dann sieht man, dass er das alles so verrundet hat. Als nächstes muss man die Beinchen hier kreieren. Da geht man natürlich auf die Rückseite, wählt hier diese Fläche, sagt Skizze erstellen. Und dann brauchen wir zwei Beinchen, die sind ja rund in der Regel. Machen wir mal hier zwei Runde, dann machen wir mal einen Durchmesser. Ich weiß jetzt nicht, was im Datenblatt angegeben ist. Ist da überhaupt was angegeben? Sehe ich jetzt hier nicht. Aber ich denke mal so 0,6 oder so kann man durchaus machen. Machen wir mal hier 0,6. Hier auch 0,6. Dann haben wir einen Abstand. Hier in dem Fall ist es von 5,08 von da nach da 5,08
Und jetzt ist der Abstand natürlich hier von da nach da, muss man sich dann ausrechnen, 1,71, wenn es dann mittig ist. Und der Abstand vertikal von da nach da beträgt 2 mm. Und bei dem genauso 2 mm. Damit ist es vollständig bemaßt. Wir schließen. Ich gehe wieder auf Aufpolstern. Da müssten jetzt die Beinchen hier erscheinen. Man sieht, es ist ein bisschen lang alles. Machen wir mal 3 mm oder so. Das reicht völlig aus. Und sagen, okay. Jetzt könnte man hier im unteren Bereich noch ein bisschen so aussparen. Das mache ich jetzt nicht. Also wenn man sich das hier mal anguckt, so, das ist jetzt, das sind Feinheiten, die man eigentlich so nicht braucht. Machen sehr viel Arbeit natürlich, diese Feinheiten. Aber was ich machen werde, ich werde ja ein bisschen farblich das machen. Das heißt, da geht man hier auf das Pad, rechte Maustaste, legen Sie Farben fest und dieses, man muss jetzt hier auf jede Fläche gehen, die diese Farbe bekommen soll. Da nehme ich mal hier dieses dunklere Rot hier irgendwie sowas in dem, in der Richtung ist es vielleicht. Und wähle hier alle im Prinzip an, die diese Farbe haben sollen. So, ich habe jetzt alle Flächen ausgewählt und diese Farbe dann zugewiesen. Mach noch hier OK. Und jetzt speichere ich das erstmal ab. Und zwar nehme ich da hier den Namen, der ja bereits in der Library sozusagen von den 3D-Objekten ja vorgegeben ist. Little Views und so weiter. Habe ja erstmal einen eigenen Ordner mir erstellt, gehe auf Speichern und dann ist es noch so, dann muss man das noch exportieren und zwar in ein bestimmtes Dateiformat. Einmal, ja, glaube Step haben die in diesem Verzeichnis und Datei exportieren diese VLM. So. Damit sind erstmal die Dateien erzeugt, die KiCad benötigt. Hier sind jetzt die Dateien, diese mit diesem Body da dazu. Die muss ich erstmal nochmal umbenennen. Und dann kann ich die gleich in den Ordner kopieren, wo sie hingehören. Da gehe ich gleich nochmal in KiCad rein. Der Ordner heißt ja hier KiCad 6 3D. Model Dir, das ist also dieser Pfad, der ist auch festgelegt, wo das ist, und dann Fuse 3D Shapes und dann hier der Name. Da gucke ich mal hier, wo der Pfad liegt, unter Linux Mint in dem Fall. Unter Einstellungen, Pfade konfigurieren, da kann man mal sehen, wo dieses Verzeichnis liegt für die 3D-Modelle. Hier in dem Fall unter Linux ist es unter USR Share KiCad 3D Models und da werde ich jetzt mal den Dateimanager zu öffnen. Wenn man jetzt keine Berechtigung hat, in diesen Ordner was zu kopieren, muss man hier mit ChangeMod 77, in dem Fall KiCad 3D Models, dort das alles freigeben. Und dann kann ich auch hier einfügen und habe jetzt also hier meine 3D-Objekte drin und kann jetzt nochmal in KiCad wechseln. Wenn ich jetzt hier nochmal raufgehe, dann sieht man hier, ah, der hat schon irgendwas drin. Man sieht also, es ist irgendwie komisch, es ist auch zu groß, wie man sieht. Und deswegen muss man hier die Skalierung ändern, nämlich auf 0,4 in X, Y und Z Richtung. 0,4. 0,4. Dort auch. Man sieht jetzt, es ist schon von der Größe her richtig. Allerdings, man sieht es jetzt auch, der Nullpunkt der Das 3D-Objekt war ja hier unten links bei mir in FreeCAD und der Nullpunkt von dem Bauteil liegt hier in dem Pad. Das heißt, ich muss es erstmal nach X hier nach unten schieben und nach Y hier ebenfalls. In X-Richtung sind es minus 1,7 waren es ja. 1,71 hatte ich das ja ausgerechnet. Und in Y-Richtung sind es minus 2. Das ist nämlich genau die Hälfte von 4 und somit habe ich jetzt hier mein 3D-Objekt kreiert, gehe auf OK und jetzt kann man sich mal den 3D-Viewer anschauen und man sieht hier
ist nun das Objekt drin. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum man es in grün macht. Ich habe es eigentlich nicht in grün, sondern in ja, dunkelrot so erstellt. Übrigens bei der Version 5 von KiCad ist es so, man bekommt erst das 3D-Modell zu sehen, wenn man hier das Bauteil nochmal löscht und wieder neu reinlädt. Warum auch immer, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es ein Bug. Also auf jeden Fall kann man jetzt hier ganz normal den 3D-Viewer aufrufen und man hat dann sofort das 3D-Objekt dort, was kreiert wurde. Ich habe jetzt auch nochmal das Bauteil neu reingeladen und dann macht das auch in Rot. Ich weiß jetzt nicht warum. Auf jeden Fall scheint es jetzt erstmal so zu funktionieren. Das nächste 3D-Objekt, welches ich erstellen möchte, ist das hier für diese LED. Und zwar ist das eine Reverse Mount LED, die ich auch in dem Tutorial vom Stromlaufplan zum PCB-Layout verwendet habe. Wenn ich mal hier auf E gehe, dann sieht man hier wiederum auch den Namen, LED, Osram und so weiter. Auch das kopiere ich in die Zwischenablage mit Ctrl-C und auch hier gucke ich ins Datenblatt. Hier wird es ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Wenn ich jetzt mal hier in das Datenblatt gucke, die ist relativ kompliziert, sage ich mal, zu zeichnen, wobei so schwierig ist es auch nicht. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass man so eine Zeichnung immer in Schichten macht. Das heißt, wenn ich jetzt, also erstmal sehe ich hier auf der linken Seite das Bild, so wie diese Leuchtdiode von oben aus aussieht. Das heißt, ich kann schon mal die XY-Ebene nehmen, um das zu zeichnen. Und zum anderen fange ich also an, hier diese erste Schicht, das wäre also diese Schicht hier zwischen zu zeichnen, die ist also vom Durchmesser 19 und hat hier eine Dicke von 0,175, nämlich 0,825 minus, nee Quatsch, 0, ja doch 0,825 minus 0,6 minus 0,125 sind 0,175. Das heißt, als erstes zeichne ich hier einen Kreis mit einem Durchmesser von 19 und holst du den dann auf. Danach werde ich eine Skizze machen, die dann dieses hier abbildet. Das wäre also hier, das wären diese Laschen zum Löten und zum Schluss nochmal hier wiederum 19 und mit 0,6 aufgepolstert. Das Bauteil zeichne ich also von oben und werde es nachher in KiCad dann auch drehen, sodass es nachher dann richtig dann erscheint in dem 3D-View. Also beginne ich mal mit FreeCAD mit dieser Zeichnung. So, ich habe eine neue Datei erstellt, XY, sag okay und als erstes kommt ja dieser sehr kleine Kreis. Da gehe ich also hier in Kreisfunktion, gehe hier rein, setze auch den Mittelpunkt jetzt hier dort rein und sage, das Ding hat einen Durchmesser von 1,9 mm und damit ist es auch vollständig bemaßt. Und jetzt kann ich also aufpolstern. Nicht wundern, das ist sehr, sehr klein, nämlich mit 0,175. So, damit ist es aufgepolstert. Man sieht es hier. Es ist also sehr klein. Jetzt kann ich das hier nicht drehen. Doch, hier sieht man, also das ist die erste Schicht sozusagen. Bei der zweiten Schicht muss man mal hier genau im Datenblatt nochmal gucken. Also im Prinzip gibt es hier nochmal so einen Kreis zunächst, einen Durchmesser von 2,5 und dann diese beiden Laschen mit einer Breite von 0,5 und einer Gesamtlänge hier von 3,4. Jetzt könnte man natürlich auch nochmal weitergehen und hier diese Feinheiten auch zeichnen. Das lasse ich jetzt mal weg, das würde ein bisschen zu weit führen. Allerdings so eine grobe Struktur sollte man hier schon sehen. Also ich habe hier nochmal einen Kreis von 2,5. Einen Durchmesser, den werde ich als erstes erstellen. Also gehe ich hier auf dieses. Also ich bin schon in der Skizze drin. Also mache ich hier wieder so, also Mittelpunkt dort rein der Kreis. So, dann haben wir einen Durchmesser von 2,5. Und jetzt kommen diese anderen Sachen hinzu. Ich habe ja hier eine gerade sozusagen von oben nach unten und hier auch. Jetzt könnte man da alles Mögliche machen mit Spiegeln und so weiter. Also nur auf einer Seite erstellen und dann spiegeln. Das mache ich jetzt nicht. Sondern ich werde jetzt hier zwei Geraden erstmal erstellen. Also eine Gerade. Einmal hier. Und einmal hier.
Und die haben natürlich einen bestimmten Abstand. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, sieht man Gesamt 1,25, also 0,625 von der Mitte aus. Zunächst. Das heißt, abmessen hier von dem Punkt zu dem Punkt 0,625. Bei der anderen genauso. 0,625. Dann haben wir ja die Enden sozusagen. Wir haben ja 34, das heißt, also 3,4, also zu einer Seite jeweils 1,7. Das heißt, ich habe jetzt hier von dieser Seite zu der Seite 1,7 und bei dem anderen genauso. Also von dem zu dem 1,7. Dann habe ich ja hier die Lasche auf jeder Seite, hier mit einer Dicke von 0,5. Das heißt, ich werde jetzt mal einen Linienzug hier nehmen, das ist einfacher. Linienzug dann hier rein in die Richtung, auch gleich zur Mitte. Und dann hier natürlich genauso. Und dann erstmal waagerecht ausrichten. Da ist es schon. Und jetzt haben wir hier die Höhe von 0,5. Und hier auch. Und als nächstes zeichne ich hier diesen Kreis, der hier angegeben ist, mit einem Durchmesser von 2,5. Und auch nochmal einen Kreis von 1,9. Also Kreis hier drüber, ein Durchmesser von 2,5, einen normalen Kreis, Mittelpunkt, Durchmesser 1,9. So, und jetzt kann ich im Prinzip hier Sachen wieder trimmen. Also die ganzen Überbleibsel mal wegschneiden. Also da ist einmal dieses hier, dann der hier. Es geht ja hier so rüber, dann hier in der Mitte das Feld weg. Jetzt müssen wir mal gucken hier genau. Der fällt weg. Das fällt weg. Der fällt natürlich auch weg. Macht er jetzt nicht. Das fällt weg. Das fällt weg. Und auch der fällt weg. Sieht man jetzt vielleicht nicht so gut. Aber so müsste das in etwa hinkommen. Achso, hier die Reste müssen noch weg. Sieht man deshalb nicht so gut, weil die Bemaßung noch darüber ist teilweise. Und das fällt hier einem auch weg. Das macht er jetzt nicht. Wahrscheinlich dann so löschen. Den hier auch. Da ist noch ein Rest. So müsste es aber stimmen, so wie ich es jetzt sehe. Aufgrund eines Freiheitsgrads hat er mir jetzt, oder aufgrund des Trims hat er mir jetzt einen Freiheitsgrad noch praktisch dazu gepackt, nämlich die Höhe von da nach da wäre dann 0,625. Und damit sieht man, dass es auch komplett bestimmt ist. Achso, natürlich der innere Kreis, der muss natürlich dann auch weg, sehe ich gerade erst. Also hier nochmal trimmen, das kommt weg. Und das kommt auch weg. So, und jetzt müsste es eigentlich soweit stimmen. Ich gehe also hier auf Schließen und polster das auf. Nee, das macht er nicht. Da gibt es ein Problem noch. Ja, hier sehe ich noch, die Linie muss natürlich auch weg hier. Unten, das muss weg. So müsste es eigentlich passen. Ich mache nochmal auf Schließen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Aufpolstern. Ja, jetzt macht das also hier auf
0,175 aufpolstern und jetzt sieht es also so aus. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt der nächste Körper erstellt, hier drauf, Skizze erstellen. Auch nochmal im Kreis, jetzt nämlich wieder von 1,9 im Durchmesser und einer Höhe von 0,6 hoch. Das ist also hier praktisch diese Seite hier, 1,9 und 0,6. Also ein Kreis. Dann Durchmesser 1,9. Fließen. Aufpolstern 0,6. Jetzt sieht man schon die Form, kommt doch besser schon zur Geltung. Jetzt kommt noch der innere Kreis. Da haben wir ja einen Durchmesser von 1,6. Also hier nochmal Kreis. Durchmesser 1,6. Das ist natürlich keine Aufpolsterung, sondern eine Tasche. Und es dauert einen Moment. Die Tasche geht natürlich nicht durch alles durch. Ich würde dann hier auch nur diese 0,6 nehmen. Dann landet man hier auf der Fläche, sozusagen, wo die diese Laschen auch sind. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kann man hier noch ein bisschen eine Formschräge reinbringen. Da muss man mal gucken, wie viel Grad man hier nimmt. Zeigt das mal hier so ein bisschen schräg. So. Also je höher ich gehe, umso mehr schrägt er das so ab. Und jetzt kann man das irgendwie so wählen. Meinetwegen so. 37,5 Grad. Es ist jetzt nicht so wichtig. Es kommt nur darauf an, dass es so in etwa hier so aussieht wie die LED an sich. Und in der Mitte kommt noch hier so ein kleiner Klotz rein. Erstmal hier auf OK. Dann gehe ich hier rauf. Skizze erstellen. Und dann kommt da ein Rechteck rein. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie groß das Sinn macht. Einfach mal probieren. Hier in dem Fall wird es jetzt vielleicht nicht zu groß machen. Vielleicht nur 0,2 mal 0,2. Das wäre vielleicht sinnvoll. Also das ist gleich dem. Ja, ich denke mal, das macht Sinn. Und dann den Abstand hier nochmal. 0,1. Man könnte natürlich auch Symmetrie machen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie es geht. Doch, so geht's. Also zwei Punkte auswählen und dann den Mittelpunkt auswählen. Und dann kann man natürlich auch wieder schließen, aufpolstern. Man sieht ja, wenn natürlich 10 mm ist ein Standard, das ist natürlich viel zu viel. Machen wir mal 0,1. Dann müsste es eigentlich ganz gut schon mal aussehen hier. Also so erkennt man schon ein bisschen die LED-Form. Wenn man es jetzt ganz genau machen will, dann müsste man hier noch vielleicht so eine Aussparung machen. Das mache ich jetzt nicht. Oder hier diese Sachen diese Stege, die hier noch sind. Und auf der Rückseite hier noch eine weitere Aussparung. Das erspare ich mir jetzt einfach, weil es sehr viel Arbeit ist und es eigentlich hier für so ein Bauteil, so ein sehr kleines Bauteil, nicht lohnt. Aber was ich machen werde, ist Folgendes. Ich werde hier an den Kanten Farbe Rot und Blau nehmen, nämlich für Anode und Kathode, sodass man nachher dann das gut zuordnen kann. Das heißt, ich werde jetzt hier mal reingehen in das Pad 3, in das letzte und eine Farbe hier festlegen. Nämlich einmal auf der Seite hier einfach rot, wie so ein helles Rot. Und auf der Rückseite dann hier. Da nehme ich ein Blau, sodass man dann nachher Anode und Kathode, wenn man jetzt den 3D-Viewer dann aufruft in KiCad, auch dann da unterscheiden kann. Auch hier speichere ich natürlich ab und exportiere das in diesen beiden Formaten, nämlich in diese Step-Datei. Genau, also einmal diese VRML-Datei und dann noch die Step exportieren. Step und dann kann ich das in das Verzeichnis wieder kopieren. Hier in dem Fall ist es in dem Ordner von 3D-Models LED SMB 3D-Shapes.
Und da kopiere ich das einfach rein. Man sieht, hier ist jetzt drin. Auch hier nochmal der Hinweis, da ist immer dieses Body mit bei. Namen, das muss rausgenommen werden. Das kommt von FreeCAD. Und dann kann man es nachher in dem 3D-Viewer auch dann wieder sehen. Also auch hier wiederum, man sieht jetzt die Form. Sie ist natürlich viel zu groß. Auch hier die Skalierung auf 0,4 setzen. 0,4 und hier auch 0,4. Dann sieht man, es passt schon, aber jetzt keinen Schreck bekommen. Man sieht ja, die Anschlüsse sind genau auf der anderen Seite da, wo es eigentlich gelötet werden soll. Deswegen muss man es jetzt umdrehen, also rotieren sozusagen. Also einmal in X-Richtung um 180 Grad drehen und dann muss man sie noch in Z-Richtung nach oben verschieben. Ein Stück. Das war jetzt falsch. Hier die Z-Richtung nach oben. Jetzt ist er schon oben. Da ist er jetzt um 0,5. Stimmt nicht ganz. Das ist eigentlich 0,6 müsste das sein. Dann wäre er praktisch hier. Nee, 0,6 ist zu viel. Habe ich mich jetzt vertan. Moment, 0,5. Nochmal. Machen wir 0,5. Nee, das stimmt natürlich auch nicht. Gehen wir langsam Schritt für Schritt höher. 0,4. 0,4 genau. So wäre es. Also schon ganz gut. Und sieht dann von der Rückseite so aus. Da ist also jetzt die Leuchtdiode zu erkennen. Bei der LED habe ich ja Farbmarkierung verwendet, hier Rot und Blau für Kathode und Anode, also Blau für Kathode. Ich habe jetzt mal im Stromlaufplan hier dieses Poti verbunden mit der LED und zwar auf der Seite der Anode und man muss dann hier das Bauteil, also das 3D-Objekt nochmal hier Z-mäßig um 180 Grad drehen. Dann ist es also richtig rum drin und wenn man jetzt mal in den 3D-Viewer schaut, dann sieht man das also da auch nochmal ganz gut. Ich habe also ja die Anode auf der rechten Seite. Ich muss das hier mal irgendwie versuchen zu drehen. Da sieht man auch das Rot schon in der Stelle. Also so ist es jetzt richtig rum. Und ich habe auch nochmal festgestellt, warum die Bauteile hier in grün erscheinen. Das ist dann, wenn die hier markiert sind. Also wenn ich jetzt hier das Bauteil markiere und dann in den 3D-Viewer gehe, dann ist es grün. Das war also mein Fehler vorhin. Aber es funktioniert erstmal soweit und als nächstes werde ich nun mal hier dieses Poti erstellen. Um das 3D-Modell hier für das Poti zu zeichnen, braucht man natürlich das Datenblatt. Es gibt allerdings nicht so viel her, sage ich mal. Insofern habe ich ein Poti genommen und mal ein bisschen nachgemessen. Und ich habe hier auch mal in den grünen Linien versucht zu zeichnen, in welchen Schichten man das zeichnen kann. Und jetzt sieht man hier auch schon, ich zeichne es von dieser Seite aus gesehen. Also von der Seite hier wäre es genau frontal, weil das dann einfach ist mit den Kreisen hier und so weiter. Ich werde also hier anfangen, habe einen Kreis mit 16,9 im Durchmesser. Das wäre also hier auf der linken Seite hier dieses Metallgehäuse. 16,9 und polstere es mit 3,4 auf und runde dann hier auf der Rückseite ab. Und dazu habe ich schon mal FreeCAD gestartet. Ich habe also jetzt nicht mehr die XY-Ebene, sondern ich habe jetzt die XZ-Ebene. Die werde ich dazu verwenden und kann es dann sozusagen wie abgebildet von vorne direkt mit Sicht auf die Achse zeichnen. Mit dem Nullpunkt mache ich das so. Ich werde einfach die Kreise, die jetzt hier erstmal gezeichnet werden, hier in die Mitte legen, genau. Das spielt, wie gesagt, eigentlich nicht so die Rolle, weil ich das Teil sowieso dann auch anpassen muss, verschieben muss und in der Skalierung ändern muss. Insofern fange ich hier einfach an. Kreis gezeichnet mit einem Durchmesser hier in dem Fall von 16,9. Dann mache ich hier schließen. Dann polstere ich auf. Und zwar auf eine Höhe von 3,4. Da sieht man es jetzt schon, man sieht es eben aus dieser Richtung. Und dann mache ich noch eine Rundung hier auf der Rückseite rein. Ich bin jetzt hier auf der
Rückseite, also Rear, und jetzt werde ich also hier eine Verrundung machen. Muss mal gucken, wie das aussieht. So sieht es im Moment aus. Ja, könnte eigentlich so bleiben, so dass ich jetzt die nächste Schicht zeichnen kann. Bei der nächsten Ebene oder bei der nächsten Schicht sieht man hier auch den Durchmesser von 16,9. Allerdings ist hier eine Lücke. Das sieht man hier auch auf dem Bild. Das heißt, ich mache erstmal einen Kreis mit 16,9, schneide den hier sozusagen ein mit einer Linie und habe dann sozusagen hier diese Öffnung. Das Ganze wird aufgepolstert mit 1,6. Also wieder ein Kreiszeichen. Ich gehe in den Front View von vorne gesehen und mache eine Skizze. Wiederum einen Kreis. Gehe hier in die Mitte rein und sage dann Durchmesser wiederum 16,9. Und jetzt werde ich hier unten noch eine Linie zeichnen. Man sieht ja, wenn man rauf guckt auf das Poti von vorne, sozusagen hier diese Öffnung in dieser Höhe in etwa. Nicht ganz, aber von unten. Also wenn man jetzt drauf guckt, ist es dann auf der unteren Seite. Das heißt, ich werde jetzt hier eine Linie zeichnen und dann wieder sozusagen hier die überstehenden Sachen abschneiden. Von der Bemaßung her muss ich natürlich jetzt hier messen, einmal hier von diesem Punkt zu diesem. Und da liegen wir, wenn man das ausrechnet, bei 4,85. Und jetzt kann ich hier wieder die Enden abschneiden. Ich brauche also hier das nicht. Ich brauche auch die Seiten rechts und links nicht. Jetzt fällt wieder ein Freiheitsgrad an. Ich muss mal gucken, wo der ist. Das ist der Durchmesser hier nochmal. Den muss ich dann noch einfügen, beziehungsweise den Abstand. So, der Abstand ist hier wieder eingetragen, sodass ich hier auf Schließen gehen kann und aufpolstern kann. In dem Fall sind das 1,6 mm. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt die nächste Schicht. Da wird es jetzt vielleicht ein bisschen knifflig. Und zwar ist es jetzt eigentlich die Fläche hier, wo man dieses Hartpapier, diese Fläche hier sieht, da wo die Kontakte auch dran sind. Das wäre also hier dieser Umriss komplett, also 16,9 im Durchmesser. Hier sind auch keine Maße angegeben, außer diese 10,8. Ich habe mal nachgemessen, also hier die Breite von danach, da sind 17 und hier diese Höhe von dem unteren Rechteck sind ungefähr 5. Und diesen Winkel kann ich eigentlich gar nicht nachmessen, das ist so klein. Also da nehme ich einfach von mir aus 45 Grad oder vielleicht ein bisschen steiler, je nachdem, aber so in dem Dreh werde ich das dann zeichnen. Und von der Aufpolsterung, ich habe gemessen, die Dicke hier von diesem Hartpapierstück ist 2 mm, also wird 2 mm aufgepolstert. Also ich gehe hier wieder rauf, erstelle eine Skizze, wie gehabt, hier wiederum mit einem Kreis, genau in der Mitte, Durchmesser 16,9. Dann haben wir ja dieses Rechteck hier unten, da werde ich einen Linienzug wahrscheinlich jetzt hier nehmen, um das zu zeichnen. Also in etwa erstmal, so wie es eigentlich aussehen könnte. Und so in etwa sieht es ja aus. Und jetzt kann ich im Prinzip das nochmal genau bemaßen. So, wir haben zum einen hier das im rechten Winkel hier und wir haben jetzt ein Maß von 10,8, und zwar nehme ich mal hier dieses Maß von da zu dieser Linie 10,8, ruft das mal jetzt falsch, 10,8, und hier eine Breite von 17, sodass wir dann hier von da nach da 8,5 haben. Die Höhe hier beträgt nach meinen Messungen ungefähr 5.
So, und das ist dann auch gleich dieser rechten Seite. Und jetzt brauche ich bloß noch hier die ein bisschen hochzuschieben im Winkel von 45 Grad. So, der Winkel von zwischen diesen beiden beträgt den also umgerechnet 135 Grad. Hier geht es zur anderen Seite. Da ist er dann eben auch 135. Und jetzt kann ich wieder abschneiden, die Sachen, die da überstehen. Also wieder Trim. Hier einmal und auch das, was hier ist. Jetzt mal gucken, ob was da für ein Freiheitsgrad übrig bleibt. Nee, nichts bleibt mehr übrig. Jetzt kann ich es also erstmal schließen und aufpolstern. Man sieht, aufgepolstert kann es werden. Da ist also keine Lücke ab 2 mm. Okay. Und jetzt sieht es also so aus. Sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt kommen eigentlich nur noch Kreise hier in der Mitte. Man sieht es ja in der Skizze. Also hier ist praktisch nochmal so ein Steg irgendwie. Oder hier ist das Gewinde und hier ist dann die Achse. Also eigentlich relativ einfach. Da auch hier kein Maß angegeben ist, hier für diesen Durchmesser habe ich nachgemessen, ist also 11 mm. Und aufgepolstert habe ich hier mal hingeschrieben, ist 1,3. Also hier Skizze erstellen. Dann wieder ein Kreis erstellen. Durchmesser 11. Schließen. Aufpolstern 1,3. Wenn man sich jetzt das Pulti mal anguckt, dann ist es eigentlich kein Kreis an sich, sondern eher so oben und unten noch abgeflacht. Das sieht man hier im Bild leider nicht, aber ich habe ja das Bauteil hier vor mir. Und die Abflachung ist nach oben und unten. Und der Abstand ist dann, so wie ich das jetzt hier gesehen habe, 9,5. Das heißt, hier werde ich auch Folgendes machen. Hier nochmal eine Linie erstellen. Also eine Linie hier zeichnen. Und dann nochmal auf den Abstand 9,5 so einstellen, abschneiden, sodass es einigermaßen realistisch dann auch aussieht. So, der Abstand zwischen diesen beiden beträgt also 4,75. Und hier auch. Und jetzt kann ich erstmal wieder abschneiden, trimmen, das Außenfeld weg. Achso, da ist noch eine Einschränkung. Muss ich erstmal damit gleich rausnehmen nochmal. Nee, doch, es geht so. Also so ist es in etwa. Es sind jetzt noch 2 Freiheitsgrade. Wahrscheinlich, weil er genau den Durchmesser hier dann nicht richtig hat, müssen wir die Hohlhöhe, also muss ich das nochmal definieren. So sieht es jetzt aus, wenn ich hier auf Schließen gehe, dann sieht man, das sieht dann doch etwas realistischer aus. Und jetzt kommt das Gewinde praktisch, das Außengewinde, wobei ich das Außengewinde auch nicht darstelle, das mache ich nur so als Zylinder, auch abgeflacht, in dem Fall dann allerdings vertikal. Also hier wieder eine Skizze erstellen. Der Durchmesser, da muss ich gleich mal gucken. Der war dann hier 7. 7 ist der Durchmesser. Dann also hier wiederum stellen. Und jetzt vertikal abflachen. Da muss ich kurz nochmal nachmessen, wie breit das Ganze da ist. Also 5,8 sind es. Also auch hier wiederum jetzt Linien nehmen, in dem Fall von oben nach unten. Senkrecht dann ausrichten. Und dann haben wir den Abstand hier 2,9. 2,9. Der anderen Seite auch und wieder die Sachen trimmen. Es ist also immer irgendwie das gleiche, immer das gleiche Verfahren. Hier trimmen, dann hier die Sachen rausnehmen, hier auch
Und dann kommt man eigentlich relativ schnell dazu, dass es vernünftig ist. Jetzt haben wir noch zwei Freiheitsgrade, also nochmal bemaßen. Das finde ich irgendwie merkwürdig, aber gut, das ist hier in Precat so. 2,9 und hier auch. Und dann sieht man, wird es grün alles bemaßt. Fließen. Aufpolstern. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel. Ich habe es geschrieben. W. Nee, hier muss ich noch mal kurz nachmessen. So, aufgepolstert wird es auf 6 mm. So, und jetzt erkennt man schon so ein bisschen Poti, denke ich mal. Jetzt kommt noch die Achse und die Pins. Die Achse ist hier in dem Footprint von KiCad 43,9 rund lang und 4 mm im Durchmesser, also gar kein Problem. Kreis erstellen. 4 mm. 4. Schließen. Aufpolstern. 44. So sieht es denn in etwa aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Mit 43, ach ja, ich lasse 44, ist jetzt egal. So sieht man schon hoch. So sieht man jetzt schon, dass es nach einem Poti aussieht. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Anschlussbeinchen. Ein bisschen Kleinheiten könnte man noch machen, aber die erspare ich mir hier auch. Die Anschlussbeinchen haben hier eine Größe, Querschnitt von 1,1 mal 0,45. Und wenn man jetzt hier mal guckt, sind also hier ungefähr 4,7 lang und dann von da aus 12,5 bis zur Mitte. Also muss man ein bisschen ausrechnen, wie weit die hier nach unten gehen. Und man weiß also, die haben hier eine Breite, sage ich mal jetzt von hier aus gesehen, von 1,1 und aufpolstern, da müsste sich das dann 0,45, allerdings dann nach hinten. Man sieht von der Seite hier gesehen, sind nach hinten gehen die sozusagen raus. Hier sieht man auf der linken Seite im Bild ist auch nochmal. Das heißt, ich muss jetzt auf diese Fläche gehen, hier von dieser Unterseite hier und kann hier nochmal eine Skizze dann starten für die Anschlussbeinchen. Ich habe jetzt hier mal die Skizze für so ein Anschlussbeinchen erstellt. Man sieht, die Breite ist hier 1,1, die Länge hier 4 und 5. Das habe ich mal nachgemessen. Wir haben von der Mitte 17,2. Und jetzt habe ich hier einen Abstand von 5,55. Das ist dadurch begründet, dass es ja drei Pins sind, ein Abstand von 5. Das heißt, in der Mitte lande ich hier bei 5. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich schließe hier die Skizze, polstere auf. Und zwar auf 0,45. Ich hatte es vorher schon getan, wie man gesehen hat. Und erzeuge dann hier ein lineares Muster. Dazu muss ich erstmal das hier anwählen. Lineares Muster. Und jetzt kann ich sagen, die Länge insgesamt von bis ist also 10 mm. Das sollen drei Objekte davor kommen. Man sieht, der geht zur anderen Seite, also muss ich die umgekehrte Richtung nehmen. Und jetzt habe ich im Prinzip hier die drei Anschlusspins kreiert. Man könnte jetzt noch hier ein paar Feinheiten reinbringen, was die Pins betrifft und vorne mit dem Gewinde. Das mache ich jetzt nicht, aber eine Sache möchte ich machen. Und zwar gehe ich nochmal hier auf das Datenblatt, auf das Bild hier. Wie man sieht, hier ist es ja noch so eine Bohrung. Die werde ich also mit reinbringen. Und ich habe mal nachgemessen, die ist im Durchmesser hier 3,8 in etwa. Das heißt, ich gehe hier rauf, erstelle eine Skizze, habe dann hier wieder einen Kreis mit einem Durchmesser von 3,8. Jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, was mache ich damit? Da müsste ich natürlich eine Tasche irgendwie kreieren. Die ist natürlich hier zu tief. Da müsste ich auch noch mal kurz nachmessen. So wie ich das jetzt hier sehe, wie ist die Tasche in etwa? 2 mm. So. Und jetzt könnte ich hier auch noch ein bisschen verrunden an der Seite. Verrundung. Das ist jetzt ein bisschen stark, würde ich jetzt mal sagen. Machen wir mal 0,5. So sieht es ganz gut aus.
Ah, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Und jetzt mache ich da auch noch was rein. Ich habe jetzt hier noch einen Linienzug eingezeichnet. Da kann man dann nämlich mit dem Schraubendreher am Pulli drehen. Habe ich jetzt im 135 Grad Winkel oder 45 Grad Winkel kreiert, 3 mal 1 mm. Und jetzt kann ich da auch noch eine Tasche mir erzeugen. In dem Fall 5 mm ist zu viel. Ich habe nachgemessen, auch 2 mm in etwa. So, dass es dann schon etwas, ja, besser auch aussieht. Jetzt kommen noch ein paar Farben rein. Dazu gehe ich mal hier in das letzte und sage Farben festlegen. Also die Achse, die ich jetzt hier bei mir habe an dem Poti, die ist schwarz. Die will ich schwarz setzen. Und diese Fläche hier, die ist so bräunlich. Man sieht auch, ich habe das jetzt hier nicht gemacht. Da ist eigentlich noch eine Metallfläche drüber. Das ist, wie gesagt, finde ich jetzt nicht so wichtig. Das mache ich mal diese Farbe hier. So die anderen natürlich auch. Die anderen Flächen, die dazugehören, auch. Die also hier haben diesen braunen Ton von dem Hartpapier. Und dann sieht man es jetzt schon auch hier auf der Rückseite auch noch. Und dann haben wir eigentlich nur noch auf der Rückseite hier diese Bohrung. Die mache ich mal so. Ja. Etwas dunkleres Grau irgendwie. Irgendwie so. Das mache ich dann hier eher noch dunkler. Das ist dann Geschmackssache natürlich, wie man das gestaltet. Und hier unten, denke ich mal, werde ich dann auch schwarz dann nehmen. Diese Fläche. Dass es jetzt so aussieht. Und ja, so sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Und ich bin damit zufrieden. Und jetzt werde ich das wieder in KiCad einbinden. Also auch hier exportieren. Dazu muss man hier auf dieses Body gehen. Deswegen erscheint auch in dem Dateinamen nachher dieses Body. Exportieren. Diese VRML-Geschichte. Und nochmal exportieren. Dieser Step. So, und dann kann ich das in dem Footprint Editor da hinzufügen, dieses 3D-Objekt. So sieht es jetzt aus. Allerdings stellt man jetzt fest, dass eigentlich hier der Footprint, also die Zeichnung dazu, nicht zu dem Poti passt. Ne? Man sieht also hier hinten, das ist von der Zeichnung hier an der Stelle zu kurz. Hier ist es zu weit. Also da könnte man jetzt überlegen, ob man den Footprint hier nochmal ändert oder seine Zeichnung nochmal ändert. Dadurch, dass es ein OMEC PC 16BU Poti ist und ich das Originaldatenblatt genommen habe, würde ich hier fast tendieren, den Footprint zu ändern, weil der einfach nicht zu diesem Teil passt, würde ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse das so. Ich bin damit zufrieden, wenn man jetzt hier in die Ansicht nochmal geht. In den 3D-Viewer. Moment, das wollte ich jetzt nicht. Dann sieht man die Bauteile, so wie ich sie erstellt habe. Und ich denke mal, damit kann man ja doch ganz gut leben. Wie gesagt, Feinheiten kann man immer einbauen. Braucht bloß eben ewig Zeit. Aber so hat man schon den ersten Eindruck von seiner Leiterplatte, wenn man die denn da so gestaltet hat. Ja, und das war es auch schon hier. Implementierung von 3D-Objekten in KiCad mittels FreeCAD. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.